Und einmal Level 2. Poison the Wells. Wells, wie auch immer man das ausspricht, keine Ahnung, was das bedeutet. Also ich kenne Wall. Wird auch mit A geschrieben. Brutal. Lord Game, Dark Encounter. So. Wo sind wir hier? Witzig ist, ich könnte bei Doom for Doom quasi die gesamte Map einfach mit der Kettensäge durchrennen, weil ich mehr Punkte bekomme, als ich quasi verliere. Selbst auf Ultimate-Niveau. Ultimate Dungeon. Selbst auf Ultra-Violence-Niveau. Das ist wirklich faszinierend. Wow. Dieter, ich wurde gerade voll getroffen und habe immer noch 100% Leben. Es ist, also ich persönlich finde, es ist ein bisschen overpowered, weil wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, kann man quasi gar nicht verlieren. Was ist denn hier? Alter, Drehparty. Kann man quasi gar nicht verlieren. Das ist, man sieht ja, ist immer noch übrig. Man, das ist eigentlich ein bisschen overpowered. Nicht ganz ausgeglichen, möchte ich jetzt mal sagen. So, die erste Welle haben wir überstanden. Das gleiche wie hier mit Berserker. Ich meine, da kann man zumindest immer nur einen Gegner mit einmal erledigen. Habe ich sogar noch. Wieso habe ich noch Berserker? Verstehe ich nicht. Aber kennen Sie jetzt gerade für schwierige Gegner ein bisschen besser? So, ich kann hier ein bisschen aufrollen. Aua! Ich aktiviere jetzt mal alle Gegner. That makes sense. Yay! Gut. Okay. Komm, holt alle her. Jetzt fühlen sie sich gegenseitig. Wo ist mein Stützpunkt? Ich finde es immer wieder geil, wenn es zu überleben, also oder anders gesagt, wenn es schwerer ist zu sterben als zu überleben. Es ist so overpowered, das gibt's gar nicht. Also ich sag's mal so, um das gesamte Doom for Doom durchzuspielen, braucht man eigentlich bloß diese Handwaffe und die Kettensäge. Das reicht vollkommen aus, damit kann man quasi eigentlich ja mit allem klarkommen. Das Problem ist halt nur, durch die ganze Blutspann halt kaum noch was, halt, also wenn man die Kettensäge benutzt und viele Gegner vor sich hat, dann kann man heute bloß noch drauf los wegen, weil mehr sieht man sowieso nicht als die Kettensäge quasi.
Du hast ein Problem? Sag deinem Anwalt, Bitch. Das war gerade nicht das. Komm her! Was ist denn jetzt hier? Danke. Ja, normalerweise kommt man in diese Löcher rein, indem man hier lang geht. Einmal so und bei dem Bein halt. Oder? Nee, kommt man da dran. Keine Ahnung. Bam. Zumindest kommt man so bei dem da rein. Ach. Immer diese Fesseln extra, wo ich brauchen. Kaum zu glauben, dass wir auf Ultrawelle spielen. Mein Problem ist halt irgendwie, es wird dann schon mal ultra langweilig, wenn ich einfach alles mit der Kettensäge mache. Das, ja, wisst ihr, da kann ich quasi gleich in den God-Mode gehen und einfach alle mit meiner Bro-Fist hier umfisten. Muss mal auf einer jugendverträglichen Sprache auszudrücken. Gewalt ist auch eine Lösung. So. Nein. Nein. Blauschlüssel habe ich noch nicht. Was ist hier? Du musst ein bisschen leben. Was bin denn da? Was kriegt denn hier? Seit wann wegen Feuer? Hä? Nee, Feuer leuchtet dauerhaft. Bisschen Gewitter? Keine Ahnung. Oder das soll das Flackern darstellen. Ah ja, ist unrealistisch, was geht. Komm ich da hoch? Wow. Nein, so schon mal nicht. So auch nicht. Sind so schrägen, die so aussehen, als wenn man da hochkommen soll. Ja, wahrscheinlich. Sieht ja schon mal einmal so schlecht aus hier. Badern. Mal gucken, was mich da oben erwartet. Wow! Ein Gegner. Wow. Mehr nicht. Ah, leck mich. Okay, ab runter und so, jetzt haben wir die gelbe Karte. Das heißt also, jetzt können wir irgendwas zum gelben geben. Was ist hier? Achso, da ist gerade so ein Dingsabungster wurden. Hier die roten Fälle, die rumfliegen. Kakodemon. Ach ja, hier geht's weiter. Genau diese Dinger. Ist ja hier noch eine schwerere Methode als. Ah gut, Nightmare ist ja praktisch genau das gleiche wie Ultraviolence. Nur halt, dass da die Gegner wieder spawnen. Deswegen ich mir falsche Spiele und was Ultraviolence ist, keine Ahnung. Kommen wir auf. Ich gehe erstmal, wo war der Secret? Ach ja. Beziehungsweise ist ja kein Secret, sondern es ist quasi ein Ausgang. Hier kommt man später wieder raus. Deswegen ist auch nicht aufgekommen. Was zum Fick? Wie soll ich denn schon eine Weltkarte? Ach ja, ich habe hier hinten eine Weltkarte aufgesammelt. Oh, das ist ein Secret. Oh mein Gott, das ist ein Secret. Ich habe nicht gesehen. Ich glaube es nicht. Da. Ach so, kommt man hier hin. Ah. Ich bin ja früher mal raufgesprungen, weil ich nicht wusste, wie man hier rankommt. Gut zu wissen. Nein, hier war ich schon. Ja. Da wollte mir jemand Übles. What the fuck? Komm du mal. Aua.
Scheiße, halt, da hat der mich erwischt. Okay. Hier brauche ich wirklich echte Waffen. Oder ich glaube einfach her. So zum Beispiel. Gut. Das ging auch schon mal relativ gut. Jetzt habe ich den daher. Das ist so schief. Hm. Ich weiß ja nicht. Nein, ich weiß ja nicht. Man kann die Dinger auch werfen, ist ja nice. Interessant. Gut. Aha. Brauche ich das? Uah. Doch. Go, das ist Gold. Wow. Oh. Ah. Hä? Fickt euch. Schweine. Wisst ihr was? Komm hier. Zack. Boom. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wie war denn das? Wurde vom Schalter. Alter, schon so lange her, dass ich die Map gespielt hatte, ich weiß absolut nicht mehr, wo hier was ist. Hey, hier läuft jetzt immer noch. Wow. Hey, hier läuft jetzt immer noch so, als wenn ich das Item wäre. Wie behindert. Ah! Nice. So, jetzt haben wir den gelben und den blauen Schlüssel. Will wir das? Gut. So. Hätten wir. Blau. Wo ist blau? Hinten. Wo ist das hinten? Da. Ah. Ach ja. Hä? Hä? Also ich kann mich hieran noch erinnern, aber in meiner Erinnerung waren hier Gegner drinne. Hä? Keine Ahnung. Oh. Mal lieber gleich mal hier reaktivieren oder deaktivieren vielmehr. Reaktivieren. Ah! Sag ich doch. Na, du bist blöd hier. Dass ich diese werbenden Dinge mal gegenseitig umbringen, verstehe ich nicht. So dumm sind die beiden Menschen, weil dumm nicht. So, hier war das letzte. Nein, ich will nicht reingehen. Ah, doch, hab doch schon alles. Okay, kann ich doch reingehen.
Ah ne, die Rüstung. Zum ersten Mal denke ich daran, die Rüstung mitzunehmen. So. Das war doch schon mal. Wow, sieht das geil aus. Ich habe diese Map habe ich früher ohne GZ Doom gespielt, sondern nur mit Z Doom. Und da sah das hier so aus. Bei weitem nicht so schön. Aber so sieht ja richtig geil aus. Nice. Na gut. Sehen wir dann im nächsten Level. Ciao mit V. Ich werde aber erstmal was essen.